Ich grüße euch, liebe Leute. Wir starten weiter. Es ist einiges passiert. Jetzt mal eben kurz gucken hier. Was ist das denn hier? Eine Boje pflanzen? Wo bin ich denn hier? Es ist einiges passiert. Ich habe auch so ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich habe das Spiel ja so ein bisschen weiterlaufen lassen. Als erstes habe ich... Also mir ging das so ein bisschen auf den Nerv. Wir haben jetzt zwei Kindergärten. Also ich habe nochmal einen Kindergarten gebaut. Weil wir hatten sehr, sehr viele Arbeitslose gehabt. Weil unser Kindergarten halt sehr, sehr überlastet war. Also wir haben jetzt hier nochmal einen Kindergarten. So, dass wir echt keine Arbeitslosen dadurch auf jeden Fall haben. Ja, dann habe ich noch so ein bisschen Blödsinn gemacht. Und zwar... habe ich auch bemerkt, dass dieses Einkaufszentrum 3 auch so ein bisschen überlastet war. Und dann hatte ich hier so ein bisschen rumgespielt und hatte mir als Spaß gedacht, dass ich hier so einen Kiosk hinbaue. Oder besser gesagt, nee, ein Kiosk ist das gar nicht geworden. Das ist jetzt hier so ein Lebensmittelmarkt geworden. Den habe ich hierhin geplant. Den wollte ich aber eigentlich noch gar nicht gebaut haben. Dann, dann wollte ich mir eigentlich nur eben einen Kaffee holen. Dann bin ich wieder... wo ich dann wieder kam, dann war auf einmal dieser Lebensmittelmarkt fertig. Gut, ich hätte das Spiel neu laden können, das ist klar, aber mache ich nicht. Es ist so, wie es ist. Jetzt haben wir noch einen Lebensmittelmarkt, der vielleicht ja doch nicht ganz so schlecht ist. Dass das hier so ein bisschen entlastet wird. In so einem Lebensmittelmarkt können wir natürlich nur Fleisch und Essen verkaufen. Okay. Ja, das hat sich auf jeden Fall hier so ein bisschen geändert. Die Zufriedenheit geht wieder nach oben. Einwohner 2654, 55, okay. Ich hatte nochmal geschaut. Arbeiter mit Universitätsabschluss haben wir jetzt 512. Das letzte Mal, wo ich mir... ich glaube, in der letzten Folge habe ich es mir aufgeschrieben, oder? 239 hatten wir da. Also es hat sich auf jeden Fall irgendwie so verdoppelt, ne? Sehr cool. Also das funktioniert. Und... jetzt ist es so, dass wir, ihr könnt schon sehen, wir haben jetzt eine Viehzucht. Gut, die hat noch keine Arbeiter. Das ist auch fertig geworden. Die Viehzucht ist fertig geworden, die Viehhalle und dieser Schlachthof. Eigentlich fehlt noch, diese Viehzucht fehlt auch noch, ne? Lassen wir jetzt mal bauen. Jetzt haben wir, glaube ich, aktuell haben wir keine Baustelle am Laufen. Nee. Was ich noch gemacht habe, ist diesen Gehweg hier, ne? Dieser Gehweg hier oben zum Beispiel, der war nicht ausgebaut. Den habe ich jetzt erstmal so ein bisschen ausgebaut. Genau. Forschung. Ganz, ganz wichtig. Forschung. Und zwar, wir können jetzt endlich die Forschung starten für die Baupläne der Raffinerie. Genau. Also so, dass wir... Wie zeige ich das am besten? Einmal Forschungsbaum. Und zwar hatten wir ja geforscht... Wo war das denn? Genau, wir hatten ja erstmal diese Treibstoffherstellung, ne? Dass wir überhaupt wissen, wie das funktioniert. Dass wir, wie wir Treibstoff herstellen. Dann musste ich noch die Bitumenherstellung forschen. Wie man aus Rohöl halt Bitumen herstellen kann, ne? Wenn man diese beiden Forschungen hat, können wir erst dann... die Raffinerie forschen. Quasi den Bauplan. Also wenn wir das fertig haben, dann können wir endlich wirklich Treibstoff herstellen. Jetzt gerade ist es so, dass ich... Gut, das können wir ein bisschen höher drehen. Ne? Jetzt machen wir mehr Forscher da dran. Hier forschen wir aktuell auf minimal. Genau, Parkplätze für Parteimitglieder, Studien darüber. Wie wir die loyalsten Parteimitglieder bevorzugen und ihnen das Leben leichter machen können. Das forschen wir gerade da. Aber hier haben wir auf minimale Kommissare gesetzt. Gut, Geld machen wir aktuell. Ich hatte uns auch nochmal zwei Busse gegönnt. Hier im Baubüro habe ich uns nochmal zwei solche Busse gekauft. Damit Baustellen einfach ein bisschen schneller fertig werden.
So ist der Plan. Achso, es ist gerade Ernte schon wieder, ne? Und ihr könnt sehen, das Lager ist schon, der Kornspeicher ist schon wieder fast voll. Gut. Also im Normalfall, wenn wir jetzt hier Busse hinbringen mit Arbeitern, könnten wir schon mal anfangen, zumindest mit der Viehzucht, ne? Die fertigen Rinder oder die fertigen Vieh, das fertige Vieh kommt dann in diese Viehhalle rein. Das hört sich so. Das hört sich echt so brutal an, ne? Also die kommen dann in die Viehhalle rein und werden dann geschlachtet und die werden dort halt, naja, verwurstet. So ungefähr. Was ich jetzt machen wollte ist, wir kaufen uns jetzt erstmal neues Fahrzeug kaufen. Genau, nee, machen wir. Bus, Gesamtkapazität. Weiß nicht, wir können hier so zwei große kaufen, ne? Da hätte ich schon Bock drauf. Oha! Das hat so gerade eben gereicht. Okay. Also damit machen wir auf jeden Fall eine neue Linie. Eigentlich wollte ich noch einen klauen. Einen Bus von dieser, unserer Hauptlinie. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie das Ganze so läuft. Hier bringen wir auf jeden Fall gleich zwei Busse hin. Ne? Hier ist ja unsere Bushaltestelle. Und von dort aus können die dann in die Viehzucht. Jetzt müssen wir noch einmal kurz gucken. Genau, Viehzucht funktioniert, ja. Zufriedenheit geht nach oben. Okay, Arbeitslos haben wir keine. Oh, da bin ich echt froh drüber. Gut, und Schlachthof, ja. So, was noch fertig geworden ist, genau, das, da wollte ich mich eigentlich in dieser Folge drum kümmern. Das Warenhaus ist fertig mit Laderampe, mit... Ja, das habe ich auch versehentlich wieder gebaut, ne? Die Fleischlagerung, aber ist ja auch egal. Wir werden ja jetzt Fleisch produzieren, also können wir das auch direkt da einlagern. Okay, ja cool. Könnten wir starten, wenn... Erstmal möchte ich eben, dass die zwei Busse hier ankommen. Jetzt wollte ich eigentlich noch irgendwas geguckt haben. Genau, ich wollte hier für diesen Verteilungsbüro wollte ich eigentlich noch zwei LKWs dazu kaufen. Jetzt habe ich gesehen, abgedeckte, es gibt zwei neue LKWs. Einmal diesen LZ100 aus Tschechien. Oder alle beide kommen aus Tschechien, okay. Der zum Beispiel kann jetzt eine Tonne mehr transportieren. Okay, also eine Tonne Pflanzen kann er mehr transportieren, aber dafür auch nur eine halbe Tonne mehr an Alkohol. Aber das macht nichts. Aber der hier, der ist sehr, sehr interessant. Der kostet zwar 19.000, ja, aber der kann uns 8,3 Tonnen Alkohol zum Beispiel. Der hier kann nur 6,5. Den hier... ja gut, kaufen wir jetzt noch nicht. 30.000. Machen wir noch nicht. Noch nicht. Ich hatte mir auch überlegt, noch vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Hier können wir ja noch ein bisschen ausbauen, ne? Aber ich wollte eigentlich noch ein Verteilungsbüro hier hinbauen, sodass ich das alles ein bisschen besser splitten kann, um noch einen besseren Überblick zu haben. Also, ja, werden wir auf jeden Fall machen, noch ein drittes Verteilungsbüro, das machen wir noch. Aber jetzt wollte ich... Da sind die Busse, okay. So. Der Bus soll... Wo soll er hinfahren? Hier hin. BLAN entladen und zack. Wo ist die Bushaltestelle? Da. Und fertig. Ab. Ab damit. Kopieren wir das und... Hier auf seinen Kollege auch noch. Start, fertig. Was wir jetzt hier noch machen ist... Wasserbrunnen? Was? Ach so, nee, da nicht. Hier. Diese Strecke ist das ja, ne? Nee, das ist die auch nicht. Fahrzeuge 2... Habe ich hier gerade irgendwie. Wer ist denn er hier?
Wie heißt denn überhaupt diese Bushaltestelle? Wir können das doch irgendwie umbenennen, ne? Gebäude umbenennen, genau. Können wir das einfach nicht... Wir sagen einfach mal, das heißt jetzt Fleisch. Dann wissen wir doch Bescheid, das ist hier die Fleischhaltestelle. Die fleischige Haltestelle. Das ist doch viel geiler. fleischige Haltestelle. Ja, nee, lassen wir so. Sehr geil. Dann haben wir jetzt erstmal was macht er hier? Wo will er denn hin hier? Wo will er hin? Ach so, der bringt Bauarbeiter dahin. Ich wollte schon sagen, was heißt er denn für einer hier? Hat er sich verfahren? Jetzt nochmal, wo fährst du hin? Wo sind jetzt die Busse, die zur fleischigen Haltestelle fahren? Da, fleischige Haltestelle. Oh mein, ich kann es kaum glauben. 41 Arbeiter hat er. Ja. Wo ist der nächste? Ich will jetzt, weil ich möchte eigentlich den Linienabstand. Da, zur fleischigen Haltestelle. Nein. Den mach mal weg. Ich wollte jetzt hier drauf gehen. Hä? Jetzt mal im Ernst. Wo ist der andere Bus denn hin? Was hab ich denn jetzt gemacht? Zur fleischigen Haltestelle hatte ich doch gemacht, dass ich zwei... Wo ist der hin, der Kerl? Habe ich jetzt irgendwas verkehrt gemacht? Also der fährt auf jeden Fall dahin, okay. Oha, das ist ja jetzt... Abnutzung 28%. Wo? Moment mal. Wo ist der zweite hin? Wo ist der zweite, den ich gekauft habe? Oder bin ich jetzt... Ich bin da jetzt nicht... Hier ist er auch nicht. Wo ist unser Bus hin? Ne. Weiß nicht. Irgendwie habe ich... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch zwei von denen gekauft. Da ist doch einer. Wo will er denn hin? Ja, Abnutzung 0%. Der soll zum Busbahnhof, zur Bushaltestelle. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Nee. irgendwas habe ich hart verpennt hier. So, jetzt schnappen wir uns den hier. Wir kopieren den Fahrplan, ja. Und möchte den, dass er... Da. So. Super, der fährt jetzt auch zur fleischigen Haltestelle. Ja, so ist der Plan. Okay, dann kann das ja hier in Betrieb genommen werden, oder nicht? Wo sind die Bauarbeiter? Nein, die gehen jetzt da oben hin. Nein, mach das hier auf Null. Ah, die wollen jetzt hier mitarbeiten. So. Vieh wird produziert. Oder wie sagt man? Vieh wird gezüchtet, ja? Ich glaube, das ist so das Richtige. So. Kommt auch Vieh an hier? Nö. Aber was ist denn das hier? Ist das ein Grafikfehler? Ach nee. Was ist das denn? Ist das eine Party-Kuh oder was? Was haben sie der denn gespritzt, dass die so am Fackeln wackeln? Was ist denn hier los? Achso, die wird sofort verwurstet, oder? Ah, da ist schon Fleisch auf Lager. Oha, da geht ja richtig fix hier, Leute. Ja, cool. Wir müssen mal kurz auf normale Geschwindigkeit machen. Hier ist alles tutti. Ja. Ich wollte ja... Jetzt müssen wir mal schauen. Ah, jetzt müssen wir mal echt mal schauen. So, hier müssen wir erstmal grundsätzlich ein paar Sachen ändern. Großes Zollhaus, das ist da oben, ne? Genau, und das machen wir jetzt erstmal weg. Heizwerk. Entladen. Ja, das ist... Eieiei, jetzt habe ich aber Blödsinn gemacht.
das müssen wir anlassen. Genau deshalb möchte ich eigentlich, dass wir nochmal zusätzlich ein Verteilungsbüro haben. Hier soll ja noch Kohle gekauft werden für das Heizwerk. Genau, entladen möchte ich erstmal gerade nichts. Genau, so. Jetzt ist es so, dass hier zu dieser LKW-Laderampe, das ist ja richtig, ne? Entladen werden soll. Genau, die Kleidung, der Alkohol und Essen. Soll aber noch. Ah, das müssen wir nochmal eben kurz hier. So, das ist der Schlachthof. Hier wird's. Genau, hier soll ja nochmal das Fleisch. Schlachthof. B-Laden, Schlachthof. Kühllager-Export. Ah, das Problem ist jetzt. Okay, das Problem ist. Hier haben wir. Hier brauchen wir nochmal so einen Kühlungswagen, genau. Da kaufen wir den mit 6,5 Tonnen. Aber der reicht eigentlich auch. Nee, komm. Wir holen den, okay. Nee, dann können wir das erst machen. Also normalerweise müsst ihr ja jetzt die LKWs losfahren und dann alle hier zu dieser LKW-Laderampe fahren, ne? Dann lagern wir erstmal hier Sachen, die ins Warenhaus gehören und Sachen, die dann hier zur Fleischlagerung gleich gehören. Oho. Ich hoffe, ich werde alles richtig machen hier. So, am Ende nicht noch pleite gehen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wo bleibt der Kerl hier? Der ist das hier, ne? Ja. So, dann können wir dieses. Da. Hier soll nämlich Fleisch beladen werden. Entladen soll hier nichts. Und dann soll an dieser LKW-Ladestation auch entladen werden Fleisch. So, dann müsste er jetzt sofort losfahren. Sehr schön. Wurde schon hier irgendwas eingelagert? Nee. Wir warten jetzt erstmal, bis gewisse ein paar Tonnen auf jeden Fall hier auf Lager sind, weil dann können wir das andere Verteilungsbüro einstellen, dass die Klamotten nicht mehr am großen Zollhaus kaufen sollen, sondern ja einfach hier entnehmen sollen, ne? An der LKW-Laderampe. So. Ist es richtig, dass es hier eine Vorfahrtstraße ist? Ja, das macht Sinn, ne? Ich denke. Hat er denn jetzt die Vorfahrt genommen? Ist er einfach gefahren oder? Hier wird noch überholt. Vor der Kreuzung wird noch überholt. Wahnsinn. Na, alles schon ziemlich krank hier. Fleisch ist noch nicht auf Lager. Ist hier schon irgendwie irgendwas auf Lager? Alkohol. Was hat er denn jetzt gebracht hier? Der hat den Alkohol gebracht. Der hat gar nichts gebracht. Mhm. Doch, der hat die erste Fleischlieferung gebracht. Cool. Wie läuft das denn jetzt hier mit Fleisch? Super cool, ja. Viehzucht. Ja, wenn die zweite Viehzucht läuft, denke ich mal, dass der Schlachthof halt mehr zu tun hat. Hoffe ich mal. Weil wir können ja verbrauchbar maximale Produktion 150 Tonnen am Tag anscheinend. Gehen wir mal. Also maximale Produktion am Tag 60 Tonnen Fleisch und 150 Tonnen verarbeitete an das Zeug. Und hier hatten wir ja gesagt, pro Tag 10 Tonnen. Also es wäre ja immer noch viel, viel zu wenig, aber ich denke mal, das sollte reichen. Cool. Also das haben wir schon mal hier. Kleidung haben wir auch schon da. Essen. Warum haben wir denn noch kein Essen da? Sag mal. Produzieren wir nichts an Essen. Doch. Verteilungsbüro ist falsch eingestellt. Gehe ich mal von aus. Großes Zollhaus. Entladen.
Laderampe essen. Doch. Ah, er holt was zu essen ab. Okay, da kommt der erste LKW. Der müsste auch schon... hier vorne. Ist das hier eine Kreuzung? Da. So. Also Essen haben wir jetzt auch da, ja? Ja. 6,5 Tonnen. Und Alkohol haben wir auch schon mal da. Und da. Ja, sehr geil. So. Schreiben wir grüne Zahlen? Nein. Warum fahren die denn alle so einen Zickzack hier, sag mal? Das hier wollte ich auf jeden Fall... Hier können wir Straßenschilder machen, ne? Naja, solange die alle keinen Unfall bauen, soll mir das egal sein, wie sie hier fahren. Ah, herrlich, es läuft hier. Wie viel Tonnen Fleisch? 7,3 Tonnen haben wir schon. So. Ja, wir machen gerade gar kein Geld, ne? Weil wir auch nichts verkaufen, außer Öl. So, wir müssen jetzt dieses Zollhaus, dieses Verteilungsbüro einstellen. Großes Zollhaus. Es soll auf jeden Fall, ich meine, Elektronik müssen wir noch einkaufen und dies und das, aber wir müssen auf jeden Fall kein Essen mehr kaufen, wir müssen keine Kleidung mehr kaufen. Stoff. Ja, Stoff müssen wir noch kaufen. Es ist aber auch sehr, sehr gering, was wir da kaufen. Das ist ja einfach nur für unsere Werkstatt. Normalerweise könnten wir den Stoff auch durch unsere Stofffabrik beziehen, aber die produziert ja plus minus null, kann man sagen. So, beladen Alkohol sowieso nicht, Fleisch auch nicht. Genau. Aber Elektronik, ne? Das hatten wir noch drin. Okay, dann stellen wir das so an, dass sie eine LKW-Laderampe jetzt beladen sollen. Lagerprozentsatz kann ruhig null sein, ne? Also die können ruhig die ganzen Lager plündern für die Stadt. Kleidung soll auf jeden Fall genommen werden. Fleisch. Ja, Alkohol liefern wir ja noch nicht aus. Wir haben ja noch gar keine Kneipe. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir den Alkohol gönnen sollen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Sollen wir unseren Bewohnern mal ein, zwei Kneipen gönnen? Oder sollen wir einfach sagen, wir verkaufen einfach den Alkohol? Ich meine, wir... Wegen fehlenden Arbeitsplatz. Ich meine, wir kriegen dadurch schon einen guten Schub nach vorne, ne? Wenn wir denen jetzt Alkohol ausschenken. Fleisch. Achso, Essen. Essen, ja. Gut. Dann haben wir das. Jetzt wollte ich aber auch den Überschuss, da wollte ich jetzt erstmal gucken, wie wir das eingestellt bekommen. Was macht er jetzt? Ah, er kam von der Brennerei, okay. Ich möchte mir das jetzt gerne erstmal anschauen. Wie hier. Das ist beladen, ne? Ja. Dass hier mal was abgeholt wird. Fleisch haben wir da. Ah, da holt der erste Fleisch ab, ja? Es wäre schon cool, wenn hier auch noch eine Ausfahrt gewesen wäre, ne? Da holt der erste Fleisch. Da holt der erste Essen. Sehr cool. So, wie sieht das aus mit Essen? 8,2, okay. Ja, wir schreiben viel, viel Minus. Der holt ein bisschen. Ja, cool. Auf jeden Fall kein Fleisch mehr kaufen. Wir produzieren jetzt selber Fleisch. Sehr geil. Der hat entladen.
Der belädt, nee, der entlädt. Das funktioniert doch eigentlich ganz gut, ne? Dass wir, weil das Gute ist, wir haben hier vier, ne? Vier Plätze. Schön. So. Jetzt haben wir ein Problem, wir brauchen Kohle. Ohne Moos nichts los. Die holen ja gleichzeitig die Klamotten. Aha. Jetzt möchte ich gerne erstmal was ausprobieren. Achso, haben wir schon zugewiesen, okay. Ich möchte nämlich hier entladen. An diesem Zollhaus hier links will ich entladen. Ne, das geht auch nicht, ne? Das Problem ist jetzt, was ich einfach habe. Wo haben wir jetzt diese LKW-Laderampe? Da ist. Nee, das ist das Falsche. So, die beladen ja die holen ja die Klamotten, ne? Das ist ein Verteilungsbüro, holt ja die Klamotten und bringt es dann hier hin. Das andere Büro holt es hier ab. Da haben wir ja Lagerprozentsatz 0, ne? Jetzt möchte ich hier aber gerne beladen an der LKW-Rampe mit denen hier. Hier soll aber ein Lagerprozentsatz von, weiß ich nicht. Achso, man kann nur mindestens 10, nur in 10er Schritten, okay. Da weiß ich noch nicht. Habe ich jetzt noch nichts Passendes gefunden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also das heißt, es soll immer... also der Überschuss quasi, was wir überproduzieren, quasi soll automatisch hier abgeholt werden. Wenn zu viel im Lager ist, soll das automatisch abgeholt werden und dann verkauft werden. Ja. Hier soll auf jeden Fall Alkohol verkauft werden. Ja, das ist richtig. Die Kleidung, was zu viel wird, das Fleisch und das Essen natürlich. Und soll immer mindestens einen Lagerprozentsatz von 10% haben. Da weiß ich noch nicht, ob das gut ist. So. Was haben wir hier für LKWs? Ja, ich meine, 10% ist schon viel, ne? Der nimmt ja wahrscheinlich 10% von diesen 800, ja. Weil wenn das jetzt so weitergeht, werden wir pleite gehen, glaube ich. Wir haben nur noch 8000 auf dem Konto. Dann möchte ich jetzt mal gucken, ob das auf Bock funktioniert. Also habe ich das wirklich richtig eingestellt. Er soll hier entladen, das ist klar. Lagerprozent volle Pulle entladen. Soll aber dann wiederum beladen. Okay, der holt da. Weil ich möchte ja gerne, dass es irgendwie automatisch funktioniert, ne? Oh, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Nein, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Jetzt gibt es Stromausfall. Was machen wir denn da? Was machen wir da? Erstmal. Ich denke mal, dass wir erstmal einen kleinen Kredit aufnehmen. Ja, das machen wir. Achso, wir haben immer noch unseren alten Kredit, ne? Den dürfen wir auch nicht vergessen. 242.000. Das Problem ist, uns kostet wahrscheinlich auch gerade der Bau, ja, dieser Viehzucht zu viel. Den pausieren wir jetzt erstmal.
Den pausieren wir erstmal. Dann nehmen wir uns erstmal einen Kredit. Weiß ich nicht, 50.000. So, dass wir Strom haben und erstmal alles soweit ein bisschen läuft. Wir können das auch anders machen. Dieses Verteilungsbüro soll sich erstmal darum, um diesen Verkauf überschüssiger Ware gar nicht kümmern. Das heißt, das nehmen wir mal hier raus. Und B-Laden. Achso, hier hatte ich gar nicht. Entler. Ah. Okay, deswegen kann das hier auch gar nicht funktionieren. Aber macht doch nichts. Macht doch nichts. Ich möchte gerne für mich persönlich einen besseren Überblick haben. Achso, wir haben gar nicht so viel Kohle, ne? Verteilungsbüro, kostenlos. Ja, das gönnen wir uns mal. Das bauen wir ruhig. Hier ist ja Platz. Das ist auch direkt neben der LKW-Laderampe. Da brauchen wir auch keine Kiesstraße für. Setzen wir da hin. So. Finde ich auch gar nicht schlecht hier, glaube ich. Ich bin von meiner Idee gerade selbst begeistert. Abgedeckte Gesamtkapazität. Also ich habe jetzt vorher, dieses kostenlose Verteilungsbüro soll sich halt nur über diesen Überschuss quasi kümmern. Ne? Da brauchen wir jetzt auch jetzt nicht ultra teure. Der kostet 13 Riesen. Die alle anderen sind so teuer, ne? Ich glaube, wir holen jetzt erstmal einen MZ 504. Und wir holen uns. Ja, einen Kühlungswagen brauchen wir auf jeden Fall. Gesamtkapazität. Da holen wir aber ruhig einen kleinen. Der kann. Ne, 1,5 Tonnen. 2 Tonnen. 2,5. Wir holen diesen hier. Fertig. So. Das wird sich dann über diesen Überschuss kümmern. Wir werden aber trotzdem noch ein drittes bauen müssen. So. Wie viel Fleisch? Oh, Fleisch haben wir gut, ne? Fleisch sieht sehr gut aus. Essen. Weil man muss ja jetzt überlegen, das, was wir selber produzieren, fahren wir auch in die Stadt rein, ne? So, oh, der ist ja knuffig, ja, der Kleine hier. Der ist ja cool. So, hier machen wir jetzt auch mal, na, das ist ja alles Vorfahrtsstraße hier, so wie sich das gehört. Hier auch. Und hier sowieso. Ja, cool, dann können wir das ja jetzt hier einstellen. Also, soll hier hinfahren, Lagerprozentsatz 10%, soll dann mitnehmen Essen, soll mitnehmen Fleisch, Kleidung und den Alkohol natürlich. Dann soll er hier zum Zollhaus fahren, entladen und durch ist er damit. Ja, jetzt ist natürlich, ist es wahrscheinlich noch nichts über 10%, ne? Das kann man auch nicht niedriger stellen, ne? Ja, 100% macht ja auch gar keinen Sinn. Nee, nein, nicht 0%. Nein, jetzt fährt er los und holt einfach den ganzen Alkohol. Na egal, Alkohol ist ja nicht schlimm. Oha, er packt erstmal richtig voll hier. Wo ist denn unser Kleiner hier? Wo ist er? Was ist er denn für einer hier? Haben wir den tatsächlich gekauft? Yo. Ach, das ist er hier. Ah, okay. Da ist er doch. Entladen? Nein, ne? Jetzt packt er auch die Karre voll. Okay. Na gut, hier ist jetzt 10%, ne? Jetzt ist 10%. Und alles, was jetzt drüber ist, wird an Fleisch dann verkauft automatisch. Was macht er denn jetzt hier? Achso, ne, er ist das gar nicht. Schön. Es wird schon was dauern, ne? Bis wir hier. Können wir das nicht irgendwie Mengen begrenzen? Ah, okay. Hier können wir auch noch so ein bisschen mit rumspielen, ne? Weiß aber auch nicht genau, wie er das berechnet. Wo ist denn jetzt unser LKW hin? Was macht er?
Ah, da wurde schon wieder. Gut, was wir natürlich machen können, ist, dass fährt er jetzt extra nur um Fleisch, fährt er jetzt nach hier hin, belädt Fleisch und dann fährt er los, ne? Er kann natürlich auch von hier aus jetzt nach hier hinfahren und Fleisch beladen. Was wiederum aber nicht so geil ist, weil er dann wieder zurückfährt. Nee, komm, das lassen wir so. Ich habe wieder zu viel gedacht, glaube ich. Wo ist denn jetzt unser anderer LKW hin, sag mal? Was macht er denn? Wo ist der denn? Ach so. Der hat jetzt erst verkauft. Es holt ja schon wieder Alkohol. Wie viel Alkohol haben wir denn? 9 Tonnen Alkohol. Nee, ich glaube, der nimmt 10% immer von den Einzelnen, ne? Also er will jetzt, glaube ich, in die Mengen begrenzen, 9%. Vom Insgesamten. Nee, ich glaube, okay. Das heißt, Essen kann er jetzt auch schon wieder also ein paar Tonnen nehmen, ne? Normalerweise. Das heißt, so schlecht ist das gar nicht. Wir produzieren ja jetzt schon über. Er fährt auch die ganze Zeit und holt das Fleisch. Da hätten wir wahrscheinlich... Nö. 1%. Nee, das passt. Was wir vielleicht machen müssen, ist in diesem Verteilungsbüro noch so einen abgedeckten LKW holen. Weil er hier... Hat er das jetzt richtig? Habe ich das? Nö, das hat er richtig gemacht, ungefähr. Also so ganz verstehe ich es jetzt noch nicht, wie er hier belädt, weil er belädt ja einfach 100% hin, ne? Okay. Oha, er hat 18.500 an Lieferungen in hinten drin. Dann sind wir jetzt gleich im Plus, wenn er das verbümmelt. Boah, herrlich. Herrlich. Schön. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. So, Fleisch 10%, wenn die nächste... Ah, okay. Ich bin erstaunt. So, und wie läuft das jetzt hier mit der Fleischproduktion? 3,75 Tonnen. Wir können nicht lagern, exportieren, weil voll ist. Verteilungsbüro 2 hat anscheinend zu viel zu tun. Wo ist der denn hin? Das ist ein Kühler, ne? Wir haben nur ein Kühlfahrzeug hier, ne? Woran lag das jetzt, dass der so spät kommt? Genau, und da hatte ich halt dieses Problem gehabt, ne? Weil dieser Schlachthof hätte normalerweise... Warum haben... das ist jetzt die nächste Frage, ne? Warum habe ich denn so gedacht? Weil das interne Lager ist halt sehr, sehr gering von diesem Schlachthof. 3,75 Tonnen, das ist echt zu gering, ja. Da hätte ich doch besser ein Lager bauen sollen. Nochmal, Lebensmittel da, Fleischlagerung. Stimmt, weil der da diesen blöden, hässlichen Ausgang nur hat. Ah. Da habe ich mir bestimmt einfach beim Plan gedacht, ja, mein Gott, das wird doch schon. Schlecht geplant, schlecht umgesetzt. Oder wir müssen das halt ein bisschen den entlasten hier, den Kerl, ne? Wo ist der Kühler dann? Dieses Kühlfahrzeug. Er hier ist das, ne? Der fährt wieder zum Schlachthof, okay. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen beobachten. Eventuell kaufen wir den Verteilungsbüro noch einen zweiten Kühlwagen.
Weil bis der da ist, da sind auch schon wieder fast 2 Tonnen drin, ne? Wenn der jetzt wieder da ist, entlädt, wieder zurückkommt, sind wieder 2 Tonnen drin. Wenn der Kerl mal irgendwo warten muss oder tanken muss, dann ist schon wieder voll. Nee, dann müssen wir auf jeden Fall einen zweiten kaufen. Einen zweiten Kühlwagen. Oder wir müssen... Oh gut, das könnten wir natürlich auch machen. Wir lassen das nicht über ein Verteilungsbüro laufen, sondern kaufen wir uns oder packen 2 LKWs in so ein Depot rein und machen da unsere eigene Route raus, ne? Wo das immer hin und her gefahren wird. Ich glaube schon. Gut. Ihr könnt auch sehen, ich habe schon noch so ein bisschen rumgedoktort an unserer Bahnverbindung und so. Erstmal würde ich das so lassen, aber ich schlafe noch eine Nacht drüber. Gut, liebe Leute, wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Wie immer, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo dalassen, wird auf jeden Fall den Kanal unterstützen. Und ihr verpasst keine weiteren Videos. Gut, Leute, bleibt gesund. Bis dahin. Bye, bye.